Seit Anbeginn der Zeit befinden sich die Armeen von Himmel und Hölle in einem endlosen Krieg. Von diesem Konflikt wurde der Feurige Rat angezogen, eine Entität, die durch uralte Gesetze gebunden war, Ordnung und Gleichgewicht zu erhalten. Jede Macht, die nicht in Schach gehalten wurde, war eine Bedrohung für die Materie des Universums. Mit der Zeit begannen Himmel und Hölle den Rat und seine Gesetze in Ehren zu halten, denn niemand konnte sich den schrecklichen Vollstreckern des Rates widersetzen. Sie waren als furchterregende Bruderschaft mit dem Namen die Vier Reiter bekannt. Aus den Tumulten erwuchsen die ersten Menschen. Der Rat sagte vorher, dass sie schwache, aber gerissene Kreaturen seien, die einmal für das Gleichgewicht wichtig wären. Ein drittes Königreich wurde benannt. Das Reich der Menschheit. Auf Befehl des Rates wurde ein Pakt zwischen Himmel und Hölle geschmiedet. Dieser große Pakt wurde durch 7 Siegel verschlossen, die zur rechten Zeit gebrochen werden sollten, nämlich wenn das Reich der Menschheit bereit für den Endkrieg sei. Eine Schlacht, die das Gleichgewicht wiederherstellen und das Schicksal der 3 Reiche bestimmen würde. Hey Leute, und damit willkommen zu Darksiders. Das ist ja mal die Folge 0, quasi so ein Teaser, ein bisschen heiß machen auf das Spiel. Bam. Sehr schön. Wann wir das Let's Play beginnen, kann ich noch nicht sagen. Das werden wir jetzt sehen, aber ich wollte euch mal zeigen, was Darksiders ist, wie brutal und geil es ist. Ein Hack'n'Slay, wie man sieht, mit einer geilen Story. Und ja, bin ja mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe bei Tales of Berseria das gleiche ja gemacht. Auch so ein Teaser. Beziehungsweise habe ich es gemacht oder werde es machen. Oh Mann, geh doch ein. Was soll ich schon tun?
Ja, so also, wenn wir so jetzt weitergehen und das sehen wir jetzt. Auf jeden Fall lasst schon mal einen Daumen da, bla bla bla. Was ihr vom Spiel haltet, eine Meinung. Ah, Engel. Und Menschen, okay. Aber Zeit und sowas von egal. Wir sind nämlich Krieg, einer der vier apokalyptischen Reiter. Das Gericht ist nah! Ja, wirst du gleich merken, wie nah es ist. Leben die noch? Leben noch. Ja, der steht auf. Wir können ihn schnell noch besiegen. Komm, komm, komm. Hey. Was geschieht hier? Wer hat mich zurückverwandelt? Von der Scheiße. Und ja, wir sind Krieg, einer der vier apokalyptischen Reiter. Das hier ist Darksiders. Ich bin schon gespannt, wann das Let's Play beginnt. Mal sehen. Wie gesagt, bei Tales of Berseria ist das gleiche. Ich weiß noch nicht, wann ich es anfange. Ich wollte es euch nur mal zeigen, vorstellen, was das ist. Und ja, Leute, lasst mir eure Meinung da. Viel Spaß, haut rein und ciao.